Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu Let's Play Together Dead Island Definitive Edition in Folge Nummer 47. Wieder mal dabei, der Ersatzhilfsdienst vom, ihr wisst, was ich meine, der Beifassert. Glück auf. Ja, diesmal machen wir den, es ist selbstverständlich. Es ist purer Abfuck, ey. Was disconnected der hier dauernd und warum verhaut er deswegen dauernd die Scheiß-Skalierung? Ja. Also ich habe ihm gerade noch vor einer Minute erklärt, er sollte ein Spiel, das so und so alt ist, nicht im 16:10 Modus spielen auf einem 16:10 Monitor. Es hat die ganzen 40 Folgen lang funktioniert. Ja, aber sich das Problem mit einem geschlossenen System, sobald irgendwas sich ändert, kann alles andere davon manipuliert werden. Oder anders ausgedrückt, wenn man dir die Milz rausnimmt, könnte es sein, dass du Probleme bei der Atmung hast. Außerdem kann man hier gar nicht die Bildbreite einstellen. Es geht, ich zock hier auf 2560x1600. 16:10 oder so kann ich ja gar nicht einstellen. Toll, dann ist die Software sogar noch schlecht gemacht. Egal, wir wollten den Banoi schlechter. Ich weiß gar nicht, ob wir den in der letzten Aufnahme drauf hatten. Ich glaube, da war es nämlich abgebrochen. Wir haben umsonst das Ganze gemacht. War aber auch nicht so spannend, weil der ging nach 3 Schlägen tot. Also insofern, machen wir das ja, jetzt nochmal. War dieser eine Kannibale heftiger. Ich habe schon wieder keinen Weg angezeigt, wollte mich verscheißern. Ja, hier rum. Gleich werden wir, ja, das ist eindeutig. Kill those fucking freaks. Okay, den haben sie nicht gemeint. Das kann man ja nicht. Ich glaube, hier ist schon wieder was verpackt. Quest. Mit denen müssten wir eigentlich reden, genau. Dass die uns durchlassen. Geht ja gut los, würde ich sagen. Dann nehmen wir die andere Quest. Geht auf jeden Fall gut los. Naja, Full Metal Jacket. So. Rede mit Blum, genau. Jetzt haben wir auch wieder einen Weg. Sieh mal einen an. Vielleicht funktioniert es auch später nochmal. Der wird schon nicht weglaufen, der Schlechter. Ja. Oder wie er heißt. Watcher and First Eddie. So, jetzt habe ich schon wieder 2 Tage, glaube ich, keine Aufnahme gehabt auf meinem Kanal. Die werden auch bestimmt nicht täglich kommen, weil so viel können wir hier nicht produzieren. Dann bringe ich die bloß alle 2 Tage und so mal gucken. Load geht it. So, you want to get to Block C. I can let you pass, brothers. But first, you gotta do something for me. First off, I need more firepower for my boys, so they ain't so fucking afraid of those things. What you brought ain't gonna do. We need you to get more. Upstairs, there's an armory, but it's crawling with those walking corpses. Waffen besorgen, na, das könnte sich auch günstig als... Wir bringen den Waffen, die sind ausgerüstet und können sich die Waffen selber holen, die faulen Säcke. My boys will show you the way. I'll wait here with Moen and the ladies. Don't worry now. They be safe with us. Unless you try and fuck me. Ich hätte was Lustiges, Einfaches spielen können. Sowas wie Dwarf Fortress. Aber nein, ich muss. So, jetzt habe ich schon wieder keinen Weg. Ah, jetzt. Yay. Brauche ich hier irgendwas? Gibt's hier was? Messer, Machete, interessiert alles nicht. Reparieren. Gar nicht dran gedacht. Ja, selbstverständlich doch. Ja, meine Idee. Wobei. Reparieren. Was? Stacheldraht? Nee, weiter geht's. Ach so, warte mal kurz. Schwachböses Messer, weil ich es gerade sehe. Hatten wir eigentlich dieses Developers Number One Craft gebaut? War das nicht das, was vollkommen sinnlos ist? Schwachböses Messer, benötigt Stufe 38. Nee, das ist nicht modifiziert. Also wir hatten das schon auf jeden Fall. Eigentlich schon. Wäre scheiße, wenn es jetzt weg ist. Und jetzt muss ich mal gucken. Pistole, Schock, Militärmesser. Elektro ist es das hier? Ich glaube, das ist es, warte mal. Ja, Elektro, Buddy. Genau. Genau, das war das, wo man nicht so genau weiß, was es bringen soll. Ich habe hier glitschende Türen. Ne, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich es repariert. Ach, der läuft schon wieder raus. Der sagt doch was. Ich denke, du stehst noch an der Werkbank. Ja, immer weiter. Laufe er voran. Ich suche auch deine Leiche. Keine Sorge. Wir wollen doch nicht, dass du im Gefängnis stirbst. Hoppala. Das ging aber schneller als erwartet. Minderwertiges Brecheisen. Nö. Oh, ein Hutständer. Ja, definitiv beste Waffe. Ich hasse die Beleuchtung in meinem Raum gerade. So. Guck mal, immer auf den Kopf. Zack und weg ist er. Ah ne, ist mal ein Arm. Kann ja mal passieren.
Irgendwer schießt da auf irgendwen. Ich würde sagen, wir warten einfach noch eine Weile und die lassen die sich gegenseitig. Nein, da ist eine Flasche, würde ich sagen. Schießen die auch auf uns? Sieht nett so aus. Doch. Warte mal kurz. Wirklich? Also Schusswaffen ausrüsten. Die schießen ja wirklich auf uns. Hier ist es ja. Mal. Ach nee, habe ich gerade gesagt. Beim Sterben wird immer das Brandenburger Tor abgebildet, habe ich das Gefühl. Mit den Blutlearken. Müssen wir mal gucken. So, wo müssen wir hin? Hier lang. Geht lang. Auf und auf. Oh, da ist ja noch einer. War da nicht gerade einer durch die Wand gelaufen? Ja, ich hab's gesehen. Okay, dann machen wir es von der Seite. Du von da, ich von hier und dann gucken wir mal. Nicht auf den am Boden liegenden, die da. Da lässt sich ja reichlich Zeit mit dem Nachladen, also. So, was haben wir denn noch für Waffen? Die da. Und Munition. Kann nie schaden. Taugt nix. Gewehr, nehmen wir mit. Warum auch immer. Eine Batterie beim Zombie, natürlich nehmen wir die mit. Schräge Pistole. Es gibt hier Munition. Das kann man immer gebrauchen. Hat schon Großmutter gesagt, als sie an der Ostfront war. Ja, ja. Gab es den Perk, um die Türen sofort durchzubrechen? Ja, was habe ich denn hier gewonnen? Was haben wir denn hier? Titus thought I could be of some help. I've unlocked a few doors in my day, you know? There's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Only the senior guards have those. So get the master key or you ain't getting in. Verstehe ich das richtig? Gordon Freeman möchte den Masterschlüssel von uns? Tja, gut. Jetzt, wo du sagst, hallo Gordon. Vor allem, der braucht einen Schlüssel und hier vorne nehme ich erstmal Einzelteile aus der Armatur raus. Auch nicht schlecht. Alright, the senior guard should have the key. When all hell broke loose, he hid out in his office with three of his thugs. The office is down that corridor. I'll stay here and fiddle with this fucker. Ach, Gordon Freeman, herrlich. Ich meine, ich habe Half-Life nie gespielt, ne? Also bis auf eine halbe Stunde oder so, aber... Ja, aber jetzt, wo du sagst, die Brille und der Bart, sieht schon sehr... Ich fand ja den Teil mit Zelda irgendwie viel... Wieso habe ich schon wieder keine... Ach, Markierung, egal, ich laufe dir hinterher. Ich folge einfach dem blauen Kreis auf der Karte. Das reicht mir. Okay. Danke. Oh, da noch einer. Irgendwie scheint das hier halbwegs zu lecken, habe ich das Gefühl. Oder warum haben wir so viele Glitches hier? Also nicht, dass ich mich beschwere, wenn die lange brauchen, um auf uns zu schießen, aber... Ne, man ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Ständer. Oh, Elektroschrott, nehmen wir. Und die Pistole. Taschenlampe. Vergesse ich immer wieder, dass ich sowas einstecken habe. Ja, das ist... Mach schnell eine Xen-Riegel. Und ein Magnet. Jetzt gibt's inzwischen auch schon Xen-Riegel, aha. Ich bin noch am überlegen, ich brauche noch eine Geschmacksrichtung. Cannabo braucht ja auch. Cannabo. Vielleicht sowas wie Erdnussbutter, Haselnuss, Zitrone oder so. Headshot. So ein Donald Duck Comic oder so. Hinfälliges Messer. Noch ein automatisches Gewehr, die verkannt. Alle verkauft. Ein Generalschlüssel, sieh mal den an. Und schon steht er wieder auf. Lass doch mal jemand hier treten hier. Wozu habe ich diese Absatzschuhe? Wenn ich damit niemals jemanden treten darf. Was meinst du, warum Frauen sowas überhaupt erst anziehen? Ja. Ah, da hätten wir vielleicht ein Thema. Nee, das verkneife ich mir. Ja, jetzt schieß noch den am Boden liegen. Hallo? Hatten wir nicht irgendwo rote Flaschen reinweise? Natürlich nicht in unmittelbar, nee, war klar. Macht doch nicht, wir haben noch nicht. Out of ammo. Na komm, gehen wir weiter. Muni, Muni, Muni. Immer weiter Muni. Ui. Nachts, wenn die Dead Island Musik spielt und all die Zombies krepieren.
Oh, das ist der Bildschirm halb dunkel, halb hell. Die können sich ja nicht einigen und. So. Na, von welcher Seite kommen sie denn jetzt? Gordon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist eine Axt im Schrank übrigens, links von dir. Los, Würfel rollt. Oh, shit. Warte doch mal, mach doch nicht so einen Stress. Guck mal, das ist noch... Siehst du, wie das geht, wenn man nur will? Guck mal, jetzt zeige ich dir nochmals. Lass uns doch näher kommen erstmal. Du brauchst doch bloß Munition. Guck mal, was da vorne liegt. Jesus Christ. You're like the fucking angel of death. Definitely wouldn't have made it out on my own. Okay, door's open. Ready? Get in there and grab what you want. Maybe you'll find something for me in there too. Grab it by the pussy, los geht's. Du kennst die Meme auch? Meme? Das ist ein echter Spruch gewesen. Ja. Daraus ist aber eine richtig schöne Denkmeme entstanden. Polizeiknüppel, kann man sowas gebrauchen? Nee. Denkmeme, muss ich mich jetzt wieder fragen, was das nur wieder sein soll? Ich frag gar nicht, also ich will es gar nicht wissen, habe ich das Gefühl. Denkmemes ist richtig lustig. Ach nee, das hast du mir glaube ich schon mal gesagt. So, mal nachladen hier. Gewehrmunition, warte mal, habe ich ein Gewehr? Ich habe ein automatisches Gewehr einstecken, faszinierend. Kurze Schrotfinder. Hast du die Munitionskiste schon mitgenommen? Ja, ich habe eine. Sehr gut. So, mal kurz die Schrotflinte nachladen. Kann man nicht. Wieso habe ich so wenig Munitionsmöglichkeiten los? Ich habe doch das schon mal aufgelevelt hier. Egal. Weiter geht's. Ja, jetzt habe ich auch wieder einen Weg. Ist das schön. Warte mal. Jaja, ich laufe so langsam. Ah, ja, langsam. Ist doch ein Bauplan. Was? Bauplan Sturmgewehr. Schon unterwegs. Ja. Ach, hier ist noch ein Gang dazwischen. Kann man noch. Was ist Ah, hier. Nett. Kann ich Sturmgewehr jetzt selber bauen oder was? Eine Feueraxt. Nein, das ist genau das gleiche wie Sturmschrotflinte. Du machst dann Feuerschaden. Ah. Warum muss hier immer alles brennen und explodieren? Ich verstehe das nicht. Wie wär's mit ein bisschen Eiszauber oder so? Also, willkommen bei Frozen. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt von Let It Go eine richtig geile Metal-Cover-Version. Der lebt übrigens noch, der Zombie. Warte, jetzt nicht mehr. Hat mir keinen Live-Balken angezeigt. Hutch. Die freut sich noch, wenn sie durch die Luft fliegt. Ich mag sie. Das Mädel hat's drauf, sag ich dir. Du wärst ein richtig guter Demo-Mann in Team Fortress. Auf keinen Fall. Ja, warum nicht? Ich meine, da musst du keine Propangasflaschen mit dir rumschleppen. Du hast einen Granatwerfer mit vier normalen Granaten, primär. Einen Haftgranatwerfer, sekundär. Und eine Flasche Schnaps als Nahkampfwaffe. Also, ein dauerstraffer Bombenleger bist du dann. Ja, doch was, oder? Ein Molotow. Aber wo rennst du denn rum? Den Weg, der mir angezeigt wird. Oh, hier ist ein Ventil. Was kann man damit machen? Das Dampfventil abschalten. Sehr schön. Was? Nicht Wolf abschalten? Dampfventil, nicht Wolf. Ja, Wolf kennt von mir aus Steam gleich mit hinterher. Ja. Hauptsache kann ich die Spiele noch spielen. Aber darüber unterhalten wir uns dann in ein paar Jahren, wenn Steam dann irgendwann was hier entscheidet. Naja, wir wollen von den Nutzern jetzt auch mal monatliche Gebühren. Hm, glaube ich nicht. Ja, ja, Microsoft macht Windows 10 auch gratis, weil die so groß sind. Microsoft, hör mir mit Microsoft an. Jetzt steht doch nicht schon wieder in der Tür hier. Du willst nicht im Ernst gerade. Selbstverständlich. Ich sag mal. Microsoft ist die größere Firma, also und die bessere an der Stelle. Nee, so. du willst nicht im Ernst gerade einen Haufen Scheiße mit Gold vergleichen. Nee, ich würde niemals auf die Idee kommen, ein Millionen Nutzer brauchendes Betriebssystem mit Steam zu vergleichen, auf keinen Fall. So, hier wollten wir hin, ne? Ja. That's all there was. That's not gonna do it. We're gonna have to figure something else out here. My boys are. Hehe, warte mal kurz. Der Haufen Scheiße ist Microsoft, nicht Steam. Upgrade. Was hatten wir hier? Elementarangriffen, Dauer, bla bla. Wir töten die eh viel zu schnell. Kritische Treffer von Feuer. Achso, warte mal, bevor du die Hauptquest wieder annimmst. Jojo,
Den bei Neuschlechtern wollten wir noch, ne? Wenn er diesmal geht. Es wird mir schon wieder kein Ding angezeigt. Nee, hier draußen ist schon wieder eine neue Quest, die wir machen können. Genau. So. Wieso repariere ich den Hammer, den ich sowieso verkaufen will? Trust me, I've seen him take on five guards at once. If we don't get him his thorazine soon, those things outside will be the least of our problems. You're gonna have to go to the infirmary and get him that medicine, right? Schmerzvoller Irrsinn. Hol etwas Thorazine aus der Krankenstation. Du. Erstmal muss ich den Scheiß verkaufen. So, wo ist denn die örtliche Hände? Ach, war die andere Richtung. Ach. Du regst dich im Ernst über Steam auf? Dass die dir. Nö, nee, ich reg mich darüber auf, dass die Spiele nur über Steam verfügbar sind. Ja. Pass auf. Steam kriegt's wenigstens hin, dass die. Beziehungsweise Wolf kriegt's wenigstens hin, dass Steam halbwegs ordentlich läuft. Ich will nicht sagen, wenn hier mal wieder Sale oder so ist, dass dann Steam auch ein bisschen rumspackt. Aber die verkacken es wenigstens nicht wie Microsoft, dass du nicht die Datenschutzrichtlinien bzw. die Nutzervereinbarung akzeptieren kannst. So. Und dadurch dein Spiel nicht zocken kannst. Hatte ich mit Flatout. So. Angemeldet, erstmal bei Windows Live, diesmal ganz ordentlich, sogar mit richtigem Geburtsdatum, ein Konto erstellt. So. Ja, sie müssen ihren Gamertag auf Xbox Live ändern, damit sie dieses Spiel spielen können. Okay, den Link angeklickt, Versuch. Erstens, die Server waren komplett down. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das abläuft, aber meine Frage, Flatout ist wie alt genau, gleich nochmal? Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Doch, das ist der Spring. Wir reden von Microsoft, die machen in erster Linie Software für Betriebssysteme, Server und so, ne? Und die dazugehörigen Programme. Und Steam ist voll darauf konzentriert, Spiele. Natürlich ist Flatout mindestens 6-7 Jahre alt, wenn überhaupt. Das reicht wahrscheinlich noch nicht mal. Also, und Steam konzentriert sich darauf, Spiele zum Laufen zu bringen. Und wir reden hier nicht von Early Access und was weiß ich nicht allem. Also von daher. Ja, deswegen. Aber ich meine, dieser scheiß Windows Live-Zwang. Flatout läuft über Steam. Aber du hast doch einen Windows Live-Zwang dort drin. Weil wenn du nicht bei Windows Live angemeldet bist, speichert das Spiel nicht. Ja, aber wenn ich jetzt mich aus Steam auslogge, läuft Dead Island auch nicht mehr. Also insofern, ja, das gilt dann für alle anderen Spieler auch, nur muss nebenbei. Nur, aber Steam ist nicht mal ansatzweise so scheiße wie Windows Live, Xbox Live, Origin. Was gibt's noch für einen Scheiß? Also es gibt haufenweise, was noch um einiges, um vieles, um Längen schlechter ist wie Steam. Naja, das kommt darauf an, was man von Early Access und Co. hält. Wo bist du denn schon in die Richtung? Ja, Early Access ist jeden seine Sache. Ah, da oben. Also ich bin mir des Risikos bewusst. Zumal, dass sie auch variieren kann. Dass die Entwickler das Spiel einfach fallen lassen können. Und teilweise auch gemacht haben. Aber das ist eben halt. Das ist genauso wie wenn du jetzt hier bei einem Kickstarter-Projekt mitmachst. Es kann immer sein, dass das doch nicht wird und dass du dein Geld sinnlos investiert hast. Es kann allerdings auch sein, dass du zu was beigetragen hast, was richtig geil wird. Naja, da ich im Moment Software irgendwie angespielt habe, ne, das ist noch nicht mal eine Alpha 9 und hat schon mehr als genug Content und wird sich noch verbessern. Und das macht einer, das ist genauso wie Stardew Valley. Und dann gucke ich mir, was EA so alles produziert, weiß ich Bescheid. Ja, eben. So, und ich meine, Gabe Newell, der Chef von Valve, der war früher bei Microsoft. Der hat bei Microsoft gearbeitet und hat dann gesagt, mir gefällt euer Konzept nicht. Und hat dann gesagt, ich mache meine eigene Firma, also das Konzept von Microsoft spielen. Ja, aber das ist alles Geschmackssache. Und ich meine, ich finde es gar nicht mal so dumm. Steam. Ich meine, das mit dem Zwang, dass du Steam Spiele auf Steam haben musst, oder dass Spiele Steam-Zwang haben, oder generell dieser Plattform-Zwang, da kann man sich drüber streiten. Aber es ist eigentlich auch vom Support her, du hast Foren, du kannst direkt, wenn du ein Problem mit dem Spiel hast, gehst du auf... Du bei Flatout, viel Spaß. So. Nee, ich nicht. Inzwischen hat Microsoft tatsächlich hingekriegt, das mit diesem Datenschutz oder mit den Richtlinien-Scheiß umzustellen. Dass man jetzt, früher musstest du, wo ich das probiert habe, da musstest du dich mit deinem Elternaccount anmelden. So, ich hatte mir ein Erwachsenenkonto erstellt, habe mich mit dieser E-Mail-Adresse angemeldet. Sie müssen sich mit ihrem Elternaccount anmelden. Da habe ich gedacht, Leute, seid ihr bekloppt oder was?
macht's doch wie alle anderen. Häkchen reinsetzen, bestätigen und nicht so ein Kappes. Wieso? Also, das ist Altersbegrenzung, dafür sind die gesetzlich verpflichtet. Im Gegensatz zu Steam nehmen die das auch ernst. Dafür lobe ich die nochmal eiskalt. Jede Plattform, egal wo du bist, ob das YouTube ist, ob das Twitter ist, ob das sonst was ist. Also, du musst einfach nur ein Häkchen reinsetzen, ich akzeptiere die Nutzungsrichtlinien und dann gehst du auf Bestätigen. Ja, nein, die werden es doch wohl inzwischen geregelt haben, oder? Also. Nicht bei Xbox Live, da muss man natürlich erst wieder riesengroßen Kappes machen. Ja, aber dann lege ich mir auch keine Xbox zu, würde ich sagen. Nein, ich... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe Flatout auf dem Computer und muss meinen Gamertag auf Xbox Live umstellen, obwohl ich nicht meine Xbox habe. Da merkst du's? Naja, das nennt man dann wahrscheinlich Workaround. Das ist so. Bullshit, nichts anderes. Der hier. Just make sure he gets this. You just prevented a major catastrophe, mate. Was für ein Zeug? Stand da wirklich gerade Castrofuck? Katastro, irgendwas. Exotische Doppelklinge. Exotische Doppelklinge, blau, dürfte was für dich sein. Oh ja, ist ja nicht wirklich der Rede wert. So, dann würde ich mal sagen, nach diesem Rage gerade. Huch! Deswegen sage ich ja, im Zweifel des Falles, wenn es beides das gleiche kostet, dann wähle ich eben nicht Steam, sondern GOG oder sowas. Wo ich dann, wo sind wir jetzt schon wieder? Warum reisen? So, was definitiv gut an Steam ist, ist, dass sie Linux unterstützen. Ja, aber das macht Microsoft auch. Das kommt Microsoft unterstützt Linux, willst du mich verarschen? Ja, selbstverständlich, hast du mal Windows 10 angeguckt? Mittlerweile. Windows 10 interessiert mich ein Scheiß. Ja, du, pass auf, du redest von spezifischen Support für Spiele. Microsoft ist ein Betriebssystem und die haben ihren halben Kernel auf Linux aufgebaut. So wie auch Apple und Co. Beziehungsweise Unix, ist ja egal, aber das ist nun mal seit Anbeginn der Informatik so. Da kommt man nicht um Linux und Unix und Co. drumherum. Irgendwer muss den Scheiß ja mal entwickelt haben und der funktioniert, also nutzen den nur alle. Warum sollte Microsoft seinen größten Konkurrenten unterstützen? Das ist doch der größte Konkurrent ist Apple, Punkt 1. Linux ist schließlich gratis, da kann man nicht von Konkurrenz sprechen. Wenn 80% der User plötzlich Linux wären, dann nochmal ein Problem. Oder wenigstens 20 bis 30, aber davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Selbst ja, über alle Linux-Varianten hinweg. Aber ich sag mal so, wenn man sich anguckt, Linux ist in Längen besser als wie jedes Betriebssystem, das du sonst wo kriegst. Ja, dagegen sage ich auch gar nichts. Von der Arbeitsoberfläche her, also dieser drehbare Desktop-Würfel, das ist schon geil. Und ich meine auch, rein von die Animationen her, ich meine, das ist alles nur Spielerei. Mein Vater hat Linux auf seinem Computer drauf. Das ist zum Beispiel, wenn du so ein Fenster zumachst mit dem Xel, dann zerspringt das so in Splitter. Ich meine, es ist eine Spielerei, es ist nicht zwingend notwendig, aber das kriegst du kostenlos. Bei Windows müsstest du für sowas wahrscheinlich noch drauf zahlen. Ja, merkst du was? Weißt du, wie viele Animationen selbst bei Word im Hintergrund laufen, die du kaum mitkriegst mit bloßem Auge? Die Zeiten, wo du so einen grauen Kasten hattest, wo eine weiße Linie ist und darüber steht Text, die ist schon ein bisschen länger her. Also seit Windows 3 glaube ich nicht mehr. Was meinst du, die Büroklammer? Ach, generell, selbst wenn du in Word nur dein Ribbon anguckst, deine Laufzeile und so weiter, selbst das animiert sich die ganze Zeit. Du merkst es nur gar nicht. Das ist der Unterschied. Ja, aber ich meine, du hast bei Linux, na gut, Linux ist komplett kostenlos, was ja auch geil ist. So und um einiges sicherer. Ja, das ist wieder nur das ist wie Apple. Das war auch nie wirklich sicherer. Es gab nur nie die Nutzeranzahl. Jetzt gibt es Millionen von Nutzern von Apple-Geräten, also ist Apple mittlerweile eine Hauptzielgruppe. Zumal Apple-Nutzer ja auch meistens diejenigen sind, die mehr Geld ausgeben, dementsprechend vermutungsweise mehr Geld haben. Also konzentrieren sich Hacker natürlich mehr darauf. Ist doch ganz logisch. Ja. Ne? Und Linux ist gratis, ist also auch was für Leute, die nicht das Geld haben. Was wird also passieren? Kein Schwein greift Linux an. Warum auch? Macht keinen Sinn. Ich greife doch nicht jemanden, der kein Geld hat. Ich sag mal so, ich habe meine Windows-Version auch kostenlos gekriegt, also so ist es nicht. Ja gut, Windows 10 haben auch die meisten jetzt kostenlos. Ich verzichte trotzdem. Ja, das machst du auch richtig. Da ja, das ist ja auch relativ. Nicht. Irgendwann habe ich es wahrscheinlich zwangsweise drauf oder so. Wie gesagt, mach deine Windows-Updates aus, Genosse. Mach deine Windows-Updates aus. Ich wäre schon froh, wenn meine Windows-Updates für Windows 7 überhaupt funktionieren würden. Da wäre ich schon wesentlich erfreuter. Wie gesagt, mach sie aus, damit tust du dir eindeutig einen Gefallen. Not till they get some more weapons. So. Na gut, bevor uns hier Titus noch die Köpfe einschlägt, weil wir nichts machen, würde ich sagen, wir beenden erstmal die Folge und sehen uns in der nächsten. Genau, dann kann ich mir erstmal wieder einen Tee holen. Genau, ja, erstmal Tee, dann Waffen. Eins nach dem anderen. Bis dahin, Xen, out. Gut machen.